Momentan keine Zeit. Ach bitte, den Gang rund, der erste Türe rechts. Hey, Dankeschön. Grüß Gott, Herr Glaser. Grüß Gott. Ich bin die Firma Ernst Müller-Montabauer Keramiken. Ah ja, richtig, Sie haben ja geschrieben. Hübsch. Ich meine, sehr hübsch. Nur, wir haben leider schon unsere Lieferfirmen, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten. Aber Sie müssen doch Ihren Kunden von Zeit zu Zeit etwas Neues bieten. Und diese Möglichkeit möchte ich Ihnen mit unserer Westerwald-Keramik geben. Wir sind ja eine sehr bekannte Firma überall im Westen. Und jetzt breiten wir uns gerade nach Bayern aus. Schauen Sie sich doch mal unsere Sachen an. Das tue ich ja die ganze Zeit. Was machen Sie denn abends? Ich? Warum? Wissen Sie, ich bin im Moment sehr im Zeitdruck. Wir müssen doch in Ruhe über Ihr Angebot sprechen. Das wäre am besten heute Abend, bei einem Gläschen Wein. Ja, warum soll ich eigentlich nicht mit einer neuen Firma arbeiten? Natürlich kann ich Ihnen nichts versprechen. Das liegt ganz bei Ihnen. Ich kapiere. Wissen Sie, auf diese Tour kommen wir beide nicht zu Pott. Sie nicht und ich auch nicht. Aber Fräulein Müller, sehr geschäftstüchtig sind Sie nicht. Das mag sein. Aber so blöd, wie Sie glauben, bin ich nur auch wieder nicht. Aber Fräulein Müller, Sie verstehen mich falsch. Darf ich Ihnen meine Karte geben? Preisliste und Prospekt. Und wenn Sie an einem Artikel interessiert sein sollten, Anruf genügt. Auf Wiedersehen, Frau Müller. Auf Wiedersehen, Herr Glaser. Hier, schmeißen Sie das Zeug. Sollen auch noch gleich Ich lasse mich befummeln wegen meinem Auftrag. Nicht bei mir, Herr Glaser, nicht bei mir. Wie viel Einwohner hat eigentlich Berchtesgaden? Ich denke, du rechnest deine Umsätze aus. Ja, pro Ort und dann vergleiche ich sie mit der Bevölkerungszahl. Das ist ganz interessant. In Rosenheim zum Beispiel habe ich im Vergleich zur Einwohnerzahl ganz gut verkauft. Und wozu soll das gut sein? Ja, so weiß ich ungefähr, wie viele Einwohner auf einen Milchtopf kommen. Karlchen macht Milchtopf-Mädchenrechnung. Machen Sie lieber einen Tee. Also ihr habt überhaupt keinen Sinn für meine Arbeit. Ich glaube, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr an mir habt. Ich müsste mal eine Weile nicht mehr kommen, damit ihr es wieder wisst. Ach bitte, Karlchen, bleib doch hier. Mann und Mann, seid doch mal ruhig. Wieso? Weil ich nachdenken muss. Ich hab morgen Elternabend. Morgen schon? Oh, fein. Dann bin ich ja noch hier. Ist das morgen dein erster? Mhm. Über was willst du denn reden? Wenn ich das wüsste. Ja, bitte, Kreuzer. Ich war mal auf dem Elternabend bei meiner Schwester. Was, du hast eine Schwester? Wo, in Berlin? Ja, in Wannsee. In Wannsee. Du, da habe ich einen Onkel mit einer Bootswerft. Da habe ich meine erste Liebe kennengelernt. Kennst du zufälligerweise einen Hotte Kowalski? Ja, und was war nun auf dem Elternabend? Na, nichts war, stinklangweilig war. Nicht mehr rauchen hat man dürfen. Worüber hat der Lehrer gesprochen? Du, über alles Mögliche. Aber frag mich nicht mehr was. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Vielleicht sollte ich über Lernzielbestimmungen reden. Oder fachlich artikulierten Sachunterricht. Au ja, das interessiert jeden. Worüber würdet ihr denn sprechen? Wir? Ja. Na bitte, bitte. Euch fällt ja auch nichts ein. Mein Teewasser. Mhm. Das ist Bad, ja? Ja, schön. Na ja. Grüß Gott, Herr Architekt. Sekunde bitte, ja? Ja, ja. Grüß Gott, Herr Kubitschek. Grüß Gott. Also, hier wird neue Schule gebaut werden. Ja.
Aha. Und Sie werden's mitmachen bei Wettbewerb? Aha. Ja. Und Sie haben schon alles so, wie man sagt, vor geistiges Auge? Na ja, so beinahe. Ja. Hausmeisterwohnung auch? Ja, wie hätten Sie denn gerne, bitte? Na ja, nicht so modern, mehr gemütlich. Kleine Kammer, große Küche. Kleine Kammer, große Küche. Ja. Ich werde es mir notieren. Das ist sehr lieb. Wollen Sie mitkommen? Ja, ich komme sofort. Wie viele Meter waren das? 85. 85. So. Was ist denn da los? Ein Schützenfest oder was? Was Sie wissen nicht. Ja? Eine Beerdigung von Finkenzeller, was der zweite Sohn von Nebelbrauerei war. Aha. Nicht einmal 50 Jahre ist er geworden. Ein Unfall. Stellen Sie sich vor, Herr Architekt, mit nagelneuem Motorrad von seinem Sohn. Jetzt sind beide hin. Und der Sohn auch? Nein, aber die schöne Maschine. So. Na ja, und jetzt führen sie ihn halt, wie man sagt, zu Grabe. Aha. Mit 4 Brauereipferde und 3 Kapellen. Eine von unseren Schützenverein, die von Kramberg und die von Niederndorf. Also, Herr Architekt, da haben sie was versäumt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wiedersehen, Herr Gruppe. Und bitte nicht vergessen, große Küche, kleine Stube. Ich kann es mir merken. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen, Herr Architekt. Ich werde dir mal eine neue Krawatte leihen. Gefällt dir meine nicht? Ja. Wie findest du diese? Ja, nimm die, die ist viel hübscher als deine. Dafür war meine immer unheimlich preiswert. So. Yes. Voila. Jetzt bleib doch mal da, ich bin noch nicht fertig. Hast du auch noch was vor? Ja, mit Karlchen. So, wie spät ist es denn? 7:07. 7:07 will ich vor deiner Haustür stehen. Oh nee, das reimt sich nicht. Und Onkel Ernst sagt immer, 10:10 will ich vor deiner Haustür stehen. 7:07 will ich vor deiner Haustür lieben. Vor wessen? Vor meiner? Katchen hat ja gar keine Haustür. Natürlich habe ich eine Haustür, mein Onkel Ernst hat schließlich eine. Und jetzt hast du unsere. Bist du fertig? Ja. Komm, dann dreh dich. Aha. Wie findest du ihn? Ja. Ein sehr adretter Mensch. Nicht gerade ein Typ, der ein Mädchen vom Hocker reißt, aber für die Mütter so Vertrauen erweckend. Mit den treuen Augen. Arschloch. Angst? Nee, warum? Ich schon. Warum du? Deinetwegen. Wo ist denn Benedikt? Der spannt schon an. Naja. Ach komm. Ja, na. Ja, und ihr? Naja, wir warten auf dich. Wir warten auf dich. So, wo denn? Vielleicht sind wir im Kino. Ach, oder vielleicht sind wir auch im Wirtshaus. Auf alle Fälle sind wir treu in deinen Gedanken. Ja. Poi, poi, poi. Komm, Benedikt, du auch. Ja. Na, komm, das ist mein guter Anzug. Außerdem habe ich schon geduscht, ne? Toi, toi, toi. Ja. Auch nur sieh mal. Schön. Mhm. Jovial wie ein Landesvater. Grüß Gott, Herr Schneider. Grüß Gott. Ach, da. Ja, das ist ja. Ach, komm, wir. Was gibt's denn? Haben Sie bemerkt, was Ihnen blieb, Herr Lehrer? Nö, nee, was denn? Na, wo glauben Sie, dass die herkommen? So geht's, Großvater.
Vorher waren es alle nüchtern, jetzt sind es alle vollgesoffen. Mir bleibt das Vergnügen, dass ich muss da drinnen heute noch einmal aufwischen. Möchten Sie mir sagen, Lehrer, warum muss Pomfenever sein, wenn man Elternabend hat? Pomfenever. Das ist Beerdigung, nicht wahr? In Luxushausführung. Ach so. Ja, guten Abend. Grüß Gott. Frau Anders, schön, dass Sie gekommen sind. Ja. Na, bis später. Wie macht sich denn der andere? Oh ja, recht gut. Also, geh, brauch was. Geh. Aber ich geh mal. Tja. Also, du bist da. Man soll ja einem Toten nichts Schlechtes nachsagen. Außerdem kann er ja nichts dafür, wenn der Rindsbraten nicht gereicht hat. Das ist alles Sie, die Finkenzeller. Bestimmt. Ein fürstliches Leichenbegräbnis. Aber für die Trauergäste reicht der Rindsbraten nicht. Typisch. Und der arme Bub ist vollweise. Na, der arme Bub ist immerhin jetzt 30 Jahre. Ne? Der wird's überstehen. Ja, Mann. Ich bin aber froh, dass er so schön ist. Für den Milch ist er. Ich kann bloß nicht sehen, weil ich so klein bin. Warte mal. Ich hilf mich doch mal hoch. Ja. Oh, um Gottes Willen, trimm dich fit mit Karlchen. Oh, nee, das geht nicht. Du bist welch ein Schlapper. Pass auf, hol was. So, du zuerst. Ey. Gibt's. So. Oh. Na? Jetzt kommt Peter. Er gibt jedem die Hand. Wie die Mütter in Mustern, wie auf dem Pferdemarkt. Ja, nur rutsch doch mal ein Stückchen. Ja, komm halt hoch. Ja. Oh Gott, eine ziemlich wackelige Angelegenheit hier. Hättest du halt die vorne Tolle geholt. Und wenn die umgefallen wäre und der ganze Mist wäre rausgefallen, hättest du es aufgeräumt? Nee. Na also. Ui, guck mal. Aha. Die Eltern sollen auf den Plätzen ihrer Kinder sitzen. Wahrscheinlich einen Witz gemacht. Manchmal glaube ich, es gibt überhaupt kein Problem, das er nicht schaffen kann. Ich bin so überzeugt, dass er schaffen kann. Und dann schafft er es auch irgendwie. Bist du eifersüchtig? Ja. Oh. Das ist anständig von dir. Was hast du denn? Das ist Nachdem ich nun von unserem Unterricht erzählt habe, möchte ich mit Ihnen über das Thema Hausaufgaben sprechen. Ich habe mir da ein paar Sachen notiert. Hierbei müssen wir drei pädagogisch notwendige Aspekte betrachten. Erstens, der Schüler muss lernen, sich zu konzentrieren. Und das kann er nur zu Hause, allein. Zweitens, er lernt nur durch Training und Routine. Und drittens, auf sich gestellt, ist er gezwungen, selbstständig zu arbeiten. Ja, Fritzchen? Entschuldigung, mich nicht stören. Ich musste mal raus. Ich muss denn schon wieder stören. Aber natürlich. Aber das ist mir peinlich. Mach's. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Selbstständiges Arbeiten. Vielen Dank, Frau Anders. Ja, Konzentration, Training, selbstständiges Arbeiten. Ja. Hier ist der Punkt, wo Schule und Elternhaus gemeinsame pädagogische Aufgaben haben. Wichtig ist, die Kinder brauchen einen absolut ungestörten Arbeitsplatz. Und Sie als Eltern sollten auch darauf achten, dass die Kinder ihre Hausaufgaben immer zu einer bestimmten Tageszeit machen. Ja, wo ist Jogi? Ja, du sorgst. Der hat es bestimmt gesehen. Und der wird sauer sein. Na, dann gehen wir doch. Sowieso gleich noch, ist gleich vorbei. Die wollen alle ihr Bier trinken gehen. Okay, komm. Ja, das war nun das Wichtigste für den ersten Elternabend. Ich bin somit am Ende. Bitte, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben,
Ja, oder sonst was wissen wollen? Ja. Ja, bitte? Ich möchte mal wissen, warum die Turmbeutel unten immer so schmutzig sind. Ja, das war ein, Das kommt daher, weil die Bänder zu lang sind. Ja. Weißt du? Ja, das kann sein. Ja. Wir haben da so extra Haken seitlich an den Pulten, bitte, wenn Sie mal sehen wollen. Ah ja, das ist praktisch. Ja, bitte, Herr Zwickner, haben Sie eine Frage? Ja, Herr Lehrer, es handelt sich um den Trauerfall, von dem wir gerade kommen und der noch nicht beendet ist, nicht? Ja, was ist denn? Es konnte ja niemand voraussehen, Herr Lehrer, dass Sie den Elternabend gerade auf ein Begräbnis legen würden, nicht? Ja, das konnte wirklich niemand voraussehen. Nein. Ja. Bis Gott. Bis Gott. Jetzt führen Sie ab. Ins Wirtshaus. Ja, kennt ihr den Schreiber auch? Das sind meine Freunde. Mein Müller, der Herr Kreuzer. Gott, wir kennen uns. Sie kommen natürlich mit, ne? Wir kommen natürlich mit. Ins Wirtshaus. Herr Freile. Ins Wirtshaus, wo denn sonst? Komm, Walli, gehen wir. Ja, da pressiert's dir gleich. Aber ich fand was unheimlich. Wir haben durch. Ja, das ist erst gern, Herr Lehrer. Herr Lehrer. Jetzt mal, Herr Zwickau, muss man da eigentlich kontrollieren? Ja, die meisten Leidtragenden sind schon heimgegangen. Bis auf den Finkenzeller, was ein Schwager von dem Verblichenen ist. Kommen Sie mal mit. Ja, ja. Du, Toni. Hallo. Du. Hey. Der Herr Lehrer möchte sein Beileid sagen. Herzliches Beileid. Danke. Herzliches Beileid. Danke. Danke. Ja. Es war ein schwerer Schlag. Und so plötzlich. Sie sind doch der Architekt aus Berlin. Ja. Xaver, lass den Herrn... Kreuzer. Den Herrn Kreuzer mal neben mir sitzen. Bitte. Trinken Sie doch etwas mit uns. Gerne. Was möchtest du gern? Wein oder Bier? Lieber ein Wein. Resi, bring mal einen Wein. Ja. Meine Frau... Ja, ich habe gehört, Sie nehmen am Wettbewerb für unsere neue Schule teil. Ja. Wissen Sie, ich bin hier im Stadtrat und von Anfang an mit dem Projekt vertraut. Meine Parteifreunde und ich waren eigentlich gegen den Wettbewerb. Und ja, es ist doch demokratischer. Und im Übrigen halte ich mich da raus. Wissen Sie, ich bin Bauunternehmer. Und wenn man einen Auftrag haben will, dann... Wohl bekommst, Herr Kreuzer. Dankeschön, Resi. Ja, wenn man einen Auftrag haben will, dann muss man eben das Private... streng von den kommunalen Aufgaben trennen. Ja. Haben Sie sich eigentlich mal an einer öffentlichen Ausschreibung beteiligt? Ja. Ja, in Berlin. Da haben wir im Grunewald einen Kindergarten gebaut. Kindergarten? Das finde ich aber ganz witzig. Ja, das war eine sehr schöne Aufgabe. Warum sind Sie nicht da geblieben? Unsere Firma wurde aufgelöst, werden zu wenig Aufträge. Wegen der Rezession. Nein, nein, Herr Lehrer, kommen wir nur nicht mit der Weichen durch. Die Buben müssen spuren, da kenne ich nichts, da gibt's kein Federlesen. Sie haben fest, die Watschen ist doch immer das beste Mittel, jawohl. Aber Herr Zwickner, war ganz... Ja, ja, ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Ihr jungen Lehrer haltet nicht mehr viel von handfesten Methoden. Sie aber schaden tut unserem Buben nichts. Ja, ich wollte nur ja, sagen, ja, dass... Prost, Herr Melchior. Prost, Herr Zwickner. Dann wollten Sie doch wohl bekommen, Fräulein. Würstel kommen gleich. Ja, und bringen Sie ein bisschen Brot, Resi. Wir haben Hunger. Ja, und sonst, wo kennen Sie denn die beiden her? Ach, das war purer Zufall. Herr Zufall? Ja, den Herrn Melchior habe ich in München kennengelernt und den Herrn Kreuzer hier nebenan. Wo? In der Gaststube. Da ging es. Ja. Ja, und jetzt sind Sie mit den beiden befreundet. Ja. Und kommen öfter zu Besuch. Wenn ich es einrichten kann, schon. Manchmal ist es ja ein irrer Umweg. Nebel liegt ja am Arsch. Ich meine, ein bisschen abseits liegt es schon. Ach, ja, das kommt ganz drauf an, von wo aus man sieht, ne? Ich sehe es auf der Landkarte. Ja, dann. Und Sie sind mit beiden gleich gut befreundet? Ja. Und kommen öfter zu Besuch. Auch über Nacht. Wenn es spät wird, schon. Das Haus ist ja groß genug. Ja, und Sie kommen aber manchmal noch mit einem anderen Herrn.
Ich? Na, nie. Ja, freilich, hab's du gesehen? Oh je, Sie meinen Herrn Müller-Mallersdorf. Ja, wie er heißt, das wissen wir natürlich nicht. Herr Müller-Mallersdorf ist eine Schaufensterpuppe aus Berlin. Und mein Schutz, wenn ich abends über Land fahre. Eine Schaufensterpuppe aus Berlin. Ein Preußschächtel. Na, endlich, Resi, haben wir schon so Hunger. Das gehen wir jetzt. Ja. Guten Appetit. Dankeschön. Also, wiederschauen. 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 Sagst du dem Benedikt Bescheid? Ja. Ah, meine Töchter! Da ist der Architekt Kreuzer, der Herr Lehrer. Meine Töchter. Hey! Ich geh schon mal. Ja, ja, wir kommen gleich. Das waren die Fichtenzeller-Töchter. Nette Mädchen. Die man hier gar nicht erwartet. Pass doch mal auf. Warum bist du so schnell abgehauen? Ach, weil ich es satt hatte, mich ständig ausfragen zu lassen. Hab's nur wegen euch so lange ausgehalten. Kein Aas glaubt uns, dass wir nichts miteinander haben. Dass wir wirklich nur befreundet sind und sonst gar nichts. Die Finkenzeller-Töchter glauben es auch nicht. Und das tut euch jetzt leid. Wieso? Findet ihr sie hübsch? Hm. Na ja. Und du? Hm? Na ja, halt so. Welche findet ihr hübscher? Die Blonde oder die Blonde? Oh. War eine blond? Beide waren blond. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist dir das aufgefallen? Nee, aber Karlchen ist es aufgefallen. Karlchen, ist dir sonst noch was aufgefallen? Die beiden sind scharf auf euch. Wie kommst du denn darauf? Als Frau spürt man so etwas. Oh, hast du gehört? Karlchen spürt. Im Grunde wär's gar nicht so übel. Ewig können wir hier nicht platonisch rumgurken. Vermisst ihr was? Ab und zu schon. Und du? Aha. Also auch. Also doch, die Finkenzellers. Über Peters ersten Elternabend, der in einer Leichenfeier endet, kommt ihr zum Mädchen. Sag mal, willst du uns verkuppeln? Nein, um Gottes Willen. Also bitte. Reden wir von was anderem.